komm doch zu mir. Hi. Hi, oh, da freue ich mich. Oh, schön siehst du aus. Servus. Toll. Wow. Ich habe nicht in meinem Leben irgendwann mitgerechnet, dass du neben mir sitzen würdest. Das ist so eine Ehre für mich. Das ist ganz toll. Ich habe dich auch früher als Kind ein bisschen gefolgt, ne? Wenn ich sage Kind, ich war mit, bin mit 27 nach Deutschland gekommen, aber ich kannte dich. Und das ist das Schönste dran, ne? Freut mich. Ja, und das Schönste ist, Gott sei Dank kann ich Deutsch sprechen. Von Bayerisch kann ich überhaupt nicht, ne? Kannst du mir irgendwas beibringen? Natürlich. Jetzt pass auf. So das ganz typische bayerische Wort ist... Och, Katzel, Schwurf. Okay. Och, Katzel, Schwurf. Fast. Schwurf, Schwurf noch ein bisschen. Okay. Schwurf. 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 Was bedeutet das? Ein Eichkätzchen, Schweif. Ach so, also ein von einem Eichhörnchen. Eichhörnchen, ja. Der Schwanz quasi hinten. Dann gibt's noch was? Ja, ja. Mockst der Bussal. Bussal. Mockst der Bussal? Ja. Ist ein Küsschen. Achso, ich habe gedacht, man nimmt den nächsten Bus. Komm, noch eins, ich finde das so toll. Sorry, meine Lieben. Treppengeländer. Treppengeländer. Ein Treppengeländer. Haus. Ach so, ein Treppengeländer. Ein Treppengeländer. Ach so. Mhm. Ach, toll. Ich habe nicht gedacht, dass ich so schnell ein paar Wörter hinkriege. Ja. Ich glaube, ich bin mit so Sprache ein bisschen begabt. Kultimulti. Kultimulti. Kaum zu glauben, aber für 35 Jahre hat deine Karriere begonnen, ne? Genau. Erst sind es 10 Jahre, dann sind es 20 und dann geht der Rest irgendwie wie im Flug, habe ich das Gefühl. Und jetzt sind es erst vor kurzem waren es noch 30, jetzt sind es schon wieder 35. Ja. Also hast du so Anfang der 90er eine längere Pause gehabt, ne? War das eine bewusste Entscheidung damals oder einfach nur? Ja, die Entscheidung war, ich will Kinder haben. Okay. Und dann habe ich 2 Mädchen bekommen. Ach, schön. Und ich war halt einfach für meine Familie da, das war mir wichtig. Das bin ich, so bin ich und ich bin ein Familienmensch und die durften mich ganz lange haben und dann habe ich gesagt, ich fühle mich eigentlich noch zu jung, um nichts mehr zu tun. Mm. Also für die Rente bin ich noch zu jung und habe gesagt, so und jetzt geht's wieder los. Du siehst wirklich nicht einen Tag älter. Wie hast du das geschafft? Naja, man muss glücklich bleiben und sich nicht ärgern lassen. Mm. Weißt du, was ich abends mache? Ich bolle so viel Creme drauf und dann habe ich diese Gurke, ne, was man auf die Augen tut und so. Und ich liege dahin, ich hoffe auf ein Wunder. Nächsten Tag wache ich auf, schaue mich im Spiegel und habe einen Schock. Ich mache das gar nicht. Wie alt sehe ich aus? Wie alt du aussiehst? Ja. Ich würde sagen, Anfang, Mitte 20. Oh mein Gott, du bleibst auf jeden Fall bei mir. Komm, ruck rüber. Aber ich lüge auch hin und wieder. Also das geht gar nicht. Aber es war schön, dass du da warst. Meine Lieben, ein Riesenapplaus für Niki. Dankeschön. Du musst natürlich ein bisschen bei mir bleiben.